Hallöchen. Ich wollte mich jetzt gerade fertig machen zum Rausgehen aus dem Haus und deswegen wollte ich euch kurz zeigen, wie ich mich heute schminken werde. Ja, ich habe schon so die meisten Dinge im Gesicht. Ein bisschen Foundation, ein bisschen Puder und natürlich auch wieder das Highlight meines letzten Schminkvideos, das ich immer noch total cool und mega geil finde. Revalde Loop Aqua Face Powder aus der aktuellen LD. Und ich habe mir sagen lassen, dass die limitierte Edition Swimmingpool heißt. Und das hier ist ein loses Puder mit einem Wasser-Kälte-Nass-Effekt. Und das finde ich irgendwie total cool. Das habe ich heute auch wieder benutzt. Als nächstes habe ich dann auch schon aufgetragen, damit es ein bisschen trocknen kann, aus der Ballerina Backstage LE, das Eisoufflé Nummer 1 Dance the Swan Lake, dieses helle mit einem ganz leichten rosa Einschlag. Gab es ja drei Stück. Und ich benutze das hier als Basis. Dann möchte ich mir heute einen Lidstrich ziehen. Dafür werde ich den Butterfly Eyeliner benutzen von UMA Cosmetics. Gel Eyeliner, der sieht so aus, der kommt in so ein Mini-Pöttchen. Steht auch nochmal hier mit so einem billigen Aufkleber außenrum. Hat irgendwie kaum was gekostet und ja, den habe ich schon ein bisschen. Der sieht schon etwas eklig aus. Den benutze ich heute. Und für das eigentliche Augen-Make-up benutze ich heute die iDivine Storm Palette von Sleek. Die Storm Palette ist die mit den meisten natürlichen Tönen im Moment. Naja, die Ursa Special ist auch so, aber ist egal. Und da benutze ich heute diese beiden hier unten. Nicht wundern, diese zwei hier gehören nicht in diese Palette. Die habe ich da nachträglich reingepresst, nachdem mir die Original-Lidschatten da rausgefallen sind. Ja. Also nehme ich dieses schimmernde Rosa und den daneben. Kann ich ja gerade schon mal so swatchen. Diese beiden Töne verwende ich heute mal für das grundsätzliche Amo und dann eben noch den Lidstrich. Ich zoome euch mal rein. Das mache ich heute mal ganz fluffig mit einem großen fluffigen Fluffy-Pinsel. Ja, der ist hier von Sigma. Dann gehe ich in den hellen Lidschatten rein und dutsche mir den ganz einfach aus bewegliche Augenlid. Ganz formlos. Und dann nehme ich mir dann da mal, ich glaube, der hier ist ganz gut, einen fluffigen, abgeschrägten Lidschattenpinsel. Damit gehe ich in die dunklere Farbe rein. Und dann bringe ich das hier ganz geschmeidig über meine Lidfalte. So. So, das sieht jetzt genauso unordentlich aus wie auf der anderen Seite. Und dann schnappe ich mir den berühmten Blendepinsel und verblende das so lange, bis das total verblendet ist. Jetzt habe ich alles schön verwischt miteinander und verwuddelt und jetzt sieht der Pinsel gar nicht mehr so schön aus. Hoppala! Als letztes werde ich mir noch ein Klimper. Als letztes werde ich mir jetzt noch einen Lidstrich ziehen. Und zwar benutze ich da heute. Also ich habe. Fangen wir mal anders an. Ich habe ein paar verschiedene. Ja, ich besitze einige verschiedene Pinsel, mit denen man einen Lidstrich machen kann. Dieses Ding hier von Ebelin ist viel zu ungenau, viel zu groß, viel zu dick
Für mich finde ich jetzt, deswegen ist der raus aus der Auswahl, den benutze ich nur mal gerne, wenn ich Puderlidschatten als Lidstrich verwenden möchte. Dann darf es ja ruhig gerne gleich ein bisschen verwischt werden. Dann ist das okay, dass der so groß ist. Dann habe ich hier noch Eyeliner. Dann habe ich hier noch Eyeliner Elke von Cosmetic Cosmo. Der ist wirklich gut dafür geeignet, aber den benutze ich eigentlich immer für meine Augenbrauen. Deswegen fällt der jetzt heute auch mal raus. Jetzt muss ich den gleich schon wieder waschen. Weil wenn ich den nur für die Augenbrauen benutze, wasche ich den nicht jeden Tag. Und dann habe ich noch zwei weitere zur Auswahl. Der mit den dunklen Borsten ist von Sigma und der helle ist, wie dieses wunderhübsche Grün unten schon verrät, von Alverde. Der angeschrägte Eyeliner-Pinsel von Alverde. Da sehen die Borsten auch schon so aus, weil der öfter mal benutzt wurde. Der hier ist schön präzise. Ich nehme mal den hier. Ich versuche das mal so zu gestalten, dass ihr das irgendwie halbwegs sehen könnt. Ich muss mal gerade schauen, wie ich das hier mit dem Spiegel und dem richtig Sitzen hinbekomme. So, so ist mein Auge im Bild. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass ich mein Auge auch sehe. Ich beginne immer im Augeninnenwinkel und mache mich dann mit kleinen Bewegungen nach außen davon. So, ein Auge mit, ein Auge ohne. Und dann machen wir schnell noch das andere Auge. Ich hoffe, dass ich diesmal dran denke, den Schnellvorlauf auch zu drücken. So, also jetzt hier mit der anderen Hand, mit dem anderen Auge, genau das gleiche wie auf der anderen Seite. So. Da mich das stört durch die hellen Wimpern, dass man hier am Wimpernkranz immer noch was Helles durchschimmern sehen kann, benutze ich jetzt noch einen schwarzen Kajalstift. Das ist hier der Intense Cool Eyeliner von P2 in Dramatic Japan. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, jetzt versuche ich damit noch auf der oberen Wasserlinie. Also direkt am Wimpernhaaransatz, ihr das so schön schwarz zu kriegen, dass man eben keinen Übergang mehr sieht. Ich weiß nicht, ja. Also ich schließe dafür mein Auge und schiebe mein Augenlid quasi wieder ein bisschen hoch, sodass ich... Hilfe. Sodass das ja eklig ist und unangenehm, egal. So, dass ich hier die obere Wasserlinie erwische und da so in den Haaransatz reinmalern kann. So, das sieht alles halbwegs okay. Also ich werde das hier noch ein bisschen sauber machen und dann meine Wimpern tuschen. Dazu nehme ich den Kopf nach hinten und versuche möglichst alle Wimpern zu erwischen, ohne mir dabei irgendwelchen Dreck ins Auge zu schmieren. So sieht das Ganze dann aus. Einfach nur heller Schimmer, Lidschatten in beige-rosa, Zeug, wie auch immer. Sehr dezent. Dann ein fetten Eyeliner. Und das war's schon. So, so nackig im Gesicht können wir ja nicht aus dem Haus gehen. Heute benutze ich mal wieder einen Puderrouge. Habe ich mir überlegt. Heute benutze ich mal wieder einen Puderrouge.
Und zwar nehme ich ihr Urban Style aus der abgeknibbelt P2 Sun City Be Happy Blush. Sun City LE, das war ja jetzt die für den Sommer im Juni, Juli rumstehende LE. Und das ist so ein. Ach, seht ihr ja selber, was das ist. Dafür benutze ich hier meinen Stinky. Stinky ist von Sigma, ein Dual Fiber Powder Blush Brush F15. Weil ich das so gerne mag. Weil ich das so gerne mag, gibt es auch noch ein bisschen Highlighter. Ich nehme jetzt wieder das Rivaldo Loop Romantic Flower Schimmer Highlighting Blabla Puder. Und dafür benutze ich heute mal den Essence Show Off LE Pinsel. Sag mal auf den Lippen, den Alverde Anti-Aging Lippenstift mit der Schluckauffarbe 52 Primrose. Und damit bin ich fertig und jetzt kann ich endlich los. Ich danke euch fürs Zugucken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.